geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist das Motto unseres Gottesdienstes heute hier auf dem Ernst-Schneider-Platz. Seien Sie ganz herzlich willkommen, dass Sie sich heute hier eingefunden haben, um mit uns weiterhin unter freiem Himmel in etwas spätsommerlicher Melancholie. Es wird nämlich schon ein bisschen kühler. Ich sehe das so, wie Sie sich ausgestattet haben, dass wir nicht mehr ganz im Sommer sind. Wem es kühl ist, es sind immer noch Decken da. Man kann sich also immer noch eine Decke holen und sich immer noch ein bisschen wärmen, falls das notwendig ist. Oder eben einen Stuhl nehmen, wenn es einem auf dem Stein zu kalt ist. Denn wir haben immer noch fest vor, so lange hier draußen zu bleiben wie möglich. Sie machen also mit bei unserem Survival-Experiment der Markusgemeinde. Wie lange kann ein Gottesdienst draußen stattfinden? Ich sage das auf dem Hintergrund, dass wir nämlich einen Zielpunkt haben. Wir werden dieses Jahr Heiligabend draußen stattfinden lassen. Und da gilt es, die Gemeinde so stufenweise abzuhärten auf die dann zu erwartenden Temperaturen. Deshalb können Sie sich an dem Wochenspruch orientieren, das geknickte Rohr, der glimmende Docht, der frierende Gottesdienstteilnehmer wird nicht erfrieren. So dürfen Sie ihn auch auf sich anwenden, diesen Wochenspruch. Denn das, was als Lebensfunke noch da ist, das, was als Lebensfunke in uns brennt, das will Gott erhalten, das will er uns schenken, dass das gekräftigt wird. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir heute Morgen da sind. Unser kleines Lebensfünklein kräftigen lassen durch den sanften Anhauch Gottes. Eine Gemeinde ist auch ein Organismus, der gekräftigt werden muss, immer wieder. Und das geschieht dadurch, dass immer wieder neue Generationen von Menschen mit dazukommen. Wir begrüßen heute Morgen in diesem Gottesdienst eine neue Generation unserer Gemeinde, auf die wir auch ganz besonders stolz sind. Und ich sage schon mal in eure Richtung, schön, dass ihr heute Morgen da seid, dass ihr euren sonntäglichen Langschlaf unterbrochen habt, um hier mit dabei sein zu können und deutlich zu machen und auch hier vor der Gemeinde deutlich zu repräsentieren, auch Jugend braucht Gottesdienst und Gottesdienst braucht Jugend. Das ist der Lebensfunke, der für uns entscheidend ist, woran wir uns heute Morgen auch wieder erinnern lassen wollen. Darum ist sehr gut, dass ihr heute hier mit dabei seid. 12. Sonntag nach Trinitatis, das heißt, wir sind noch immer in dieser sommerlichen Zeit, in der keine besonderen sonstigen Ereignisse dran sind. Deshalb denken wir heute einmal darüber nach, wie Gemeinde entsteht und was für Gemeinde notwendig ist, dass sie überhaupt sein kann. In der Vorbereitung zu dem Gottesdienst denke ich immer wieder darüber nach, dass Sie ja eine besondere Leistung bringen in diesem Gottesdienst. Sie müssen nämlich Ihre Aufmerksamkeit fokussieren gegen die Vielzahl der Ablenkungen, die hier stattfinden. Da fliegen Tauben über Ihre Köpfe, da rauschen Autos draußen dran vorbei. Nachher werden ein paar unmotivierte äthiopische Jungs hier durch den Gottesdienst schlappen. Das kennen wir schon aus den früheren Begegnungen. Und dennoch leisten Sie es, dabei zu sein. Ich lade Sie ein, wenn Ihre Gedanken schweifen, lassen Sie es zu. Irgendwann kehren Sie doch wieder zu uns zurück und sind mit dabei. Denn eines machen wir hier, was ich nicht so gerne aufgeben möchte. Wir sind die einzige Gemeinde in Kronberg, die es wagt, mit ihrem Gottesdienst auf einen öffentlichen Platz zu gehen. Alle anderen Kronberger Gemeinden getrauen sich das nicht, das am Sonntagmorgen zu tun. Und ich finde, das ist immer noch eine so großartige Sache, dass ich die nicht so leicht preisgeben will. Soweit zur Einstimmung in den Gottesdienst. Ich gebe noch die ein oder andere Regieanweisung, weil unsere Konfis noch gar nicht vertraut sind mit dem Gottesdienst. Ihr findet auf dem Blatt, das ihr bekommen habt und das ihr hoffentlich in der richtigen Weise gefaltet habt, den Ablauf des Gottesdienstes. Also man kann da so eine Heftfaltung machen und vorne auf der Seite muss oben 12. Sonntag nach Trinitatis stehen. Dann hat man es richtig gefaltet.
unter uns gesagt, es haben einige Gottesdienstbesucher in den letzten Wochen immer falsch rumgefaltet und dann verwirrt geguckt, wo sie eigentlich jetzt sind im Gottesdienst. Deshalb sage ich das jetzt nicht. Und das, was wir nachher liturgisch singen, steht bei euch auch mit drin, sodass ihr euch schon mal orientieren könnt, was singt die Gemeinde denn eigentlich? Denn wir sind draußen, wir dürfen singen. Wer das Gefühl hat, er braucht mehr Abstand zum Singen, darf aufstehen und an den Rand gehen. Ansonsten werden wir Lieder und liturgische Gesänge auch singen, bis auf eine Ausnahme. Das sage ich Ihnen dann aber auch gleich, worin die gleich klar, oh, da sind wir raus. Singen ist nicht wirklich etwas, wo wir mit dabei sind. Dem will ich heute Morgen Rechnung tragen. Das erste Lied werden wir nicht singen, sondern wir haben in den Gottesdiensten hier draußen eine neue Form gefunden, nämlich die Form des rhythmischen Sprechens. Und das wollen wir bei diesem ersten Lied einfach spitze, dass du da bist, einmal aufgreifen. Und ich mache Ihnen das dann mal vor und Sie steigen dann da kräftig mit ein. Sie brauchen die Hände. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Komm, wir preisen Gott den Herrn. Das war jetzt die Überraschung. Mal gucken, ob Sie das bei der nächsten Strophe gleich wieder mitkriegen. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Komm, wir preisen Gott den Herrn, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Komm, wir preisen Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns stampfen. Einfach spitze, lass uns stampfen. Einfach spitze, lass uns stampfen. Komm, wir preisen Gott den Herrn. Alle erwarten natürlich, dass ich jetzt hier anfange. Aber wir haben im Einschulungsgottesdienst gelernt, Gott liebt das Kleine. Und darum werde ich da mal am anderen Ende anfangen. So, dann legt mal los. Ich bin Ellen, ich bin 13 Jahre alt, gehe auf die St. Angela-Schule und ich spiele gerne Klavier und Volleyball. Wir haben vereinbart, dass jeder Konfi so seine Steckbriefdaten, was er so gerne von sich preisgeben möchte, hier jetzt in der Gemeinde auch nehmen. Sie dürfen gerne, das haben Sie sich nämlich auch gewünscht, bei jedem Konfi mal kräftig klatschen. Denn dass die Gemeinde Applaus gibt, war einer der ausdrücklichen Wünsche, die dienstags in der Konfistunde auch geäußert worden sind. Ich bin der Otto, ich bin 13 Jahre alt, ich gehe auf die AKS und meine Hobbys sind Schwimmen und Cello spielen. Ich ergänze noch mal etwas, denn Otto hält einen Rekord. Beziehungsweise die Familie Otterbach-Wagner hält einen Rekord. Mit Otto als vierten Konfirmanden dieser Gemeinde erreichen Sie den absoluten Spitzenplatz derer, die ich konfirmiert habe, jetzt in den 8 Jahren, in denen ich da bin. Also Otto, du bist hier sozusagen der Superlativträger. Schön, dass du da bist. Ich bin André, auch 13 Jahre alt. Ich gehe auch auf die AKS und ich spiele gern Fußball. Du könntest uns noch deinen Nachnamen verraten, André, oder? André Glöckner. Okay. Ich bin Lilly, ich bin 13 Jahre alt und gehe auf die St. Angela Schule und mein Hobby ist Turnen. Du hast uns deinen Nachnamen auch nicht verraten. Lilly Bahn. Ich finde das schon wichtig, weil man sich in Schönberg nicht so ohne weiteres kennt. Also von daher finde ich schon wichtig, dass das auch dazu ist. Ja, mit der Familie Bahn verbindet mich auch etwas Besonderes, denn ich habe Lilly und ihre Schwester vor gar nicht allzu langer Zeit getauft. Ja, genau, 2017 waren die beiden Täuflinge bei mir und von daher freue ich mich, dass ich dich jetzt auch konfirmiere, nachdem ich dich getauft habe, denn von denen, die hier sind, habe ich sonst niemanden getauft. Da hast du also eine besondere Stellung in der Konfi-Gruppe. Ja, ich bin der Per Fischer Bernhard. Ich bin 13 Jahre alt und meine Hobbys sind Fußball spielen und ja.
Du könntest uns verraten, noch woher du kommst. Aus Oberhöchstadt komme ich. Verrätst du uns dann auch, warum du dann bei uns in der Konfi-Gruppe bist? Mein Bruder hat bei Ihnen auch Konfirmation gemacht und er hat sie mir empfohlen. Ich bin Justin Ochsenfahrt, bin 13 Jahre alt und spiele Fußball. Mit Justice verbindet mich auch schon eine längere Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, Justice. Justice gehört zu den wenigen Gemeindemitgliedern, die auf die Geburtstagsgrüße, die ich jedes Jahr verschicke, immer zuverlässig geantwortet hat. Er hat immer schriftlich geantwortet. Und nicht nur das. Ich darf das verraten, Justice? Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ach, was ich sagen will, da lag immer ein 5-Euro-Schein in der Karte drin, die er mir als Antwort geschickt hat. Das fand ich schon ein tolles Zeichen der Verbundenheit, Justice. Das verbinde ich mit dir. Ich bin der Flo Laufs, ich bin auch 13 Jahre alt. Ich gehe auf die AKS und werde auch hier konfirmiert. Verrätst du uns auch, woher du kommst? Aus Oberhöchstadt. Und verrätst du uns dann auch, warum du heute hier bist? Mein Bruder war auch hier. Ja, das ist also der Jahrgang der Oberhöchstädter, die ich mal konfirmiert habe. Das ist eine schöne Frucht, die danach folgt, dass die jüngeren Geschwister dann auch sagen, das können wir doch auch haben. Einfach spitze, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier bei uns. Nochmal einen kräftigen Begrüßungsapplaus für unsere junge Gemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute gibt es ein paulinisches Wort, das uns Anstoß zur Lebensänderung, zur Lebensstimulation geben will. Wir hören das, was er den Korinthern im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel geschrieben hat. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister und ein anderer baut darauf. Ein jeder sehe aber zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art ein jedes Werk ist, wird das Feuer dann erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Liebe Gemeinde, und heute möchte ich einmal besonders auch euch begrüßen, liebe Konfis. Das erste Kennenlernen, das ist so eine Sache. Wenn Menschen sich zum ersten Mal begegnen, dann sind sie aufgeregt und neugierig gleichzeitig. Als Konfi-Gruppe sind wir ja jetzt in dieser kurzen Zeit erst zusammen und erleben diese Aufregung gleich in mehreren Stufen und mit mehreren besonderen Etappen. Die erste Aufregung, die wir hatten, das war unser erstes Treffen von vor 2 Wochen. Wir sind also wirklich noch ganz frisch als Konfi-Gruppe so zusammen. Und für mich ist das erste Treffen, die erste Konfi-Stunde immer ein besonderer, entscheidender Moment. Denn die erste Frage ist immer, wer hat sich alles entschlossen, nicht nur Interesse zu bekunden, sondern wirklich dann auch dabei zu sein? Wer gehört nun wirklich zu dem Konfi-Jahrgang mit dazu? Und dann seid ihr gekommen. Und das war natürlich eine große Freude, denn jetzt entsteht etwas Neues. Es entsteht eine Gruppe. Und wir werden als Gruppe ein Jahr lang zusammenbleiben. Und das wächst ganz langsam. Wahrscheinlich merken wir auch, dass da schon so langsam etwas im Entstehen ist.
Ich vermute auch, dass ihr durchaus ein bisschen aufgeregt wart, auch wenn ihr euch cool gebt. Klar, cool geben ist wichtig, aber dieses Kribbeln im Bauch ist trotzdem da, wenn man neue Menschen trifft. Wer ist da? Werden die mich akzeptieren? Kann ich mit denen oder stoßen wir auf Ablehnung? Das werden wir immer auch noch herausfinden in diesem Jahr. Was können wir bei dem anderen akzeptieren und was stört uns? Wo gehören wir zusammen und wo sind wir vielleicht auseinander? Und dann gleich das nächste aufregende Ereignis, nämlich, dass ihr euch als Konfi-Gruppe hier präsentieren müsst, in aller Öffentlichkeit. Das ist ein öffentliches Bekenntnis, das ja sonst von euch in dieser Weise noch gar nicht verlangt worden ist. Von daher ein allererstes Mal, was auch schon etwas Besonderes ist. Und das war am letzten Dienstag auch spürbar. Eine gewisse Aufregung, eine gewisse Nervosität vor dem, was man da öffentlich tut. Wir haben Ex-Konfis aus verschiedenen Jahrgängen heute hier. Die können wahrscheinlich ähnliche Geschichten erzählen von dem, wie ihre Konfi-Zeit sich gestaltet hat. Aber auch schön, dass die Ex-Konfis ein Stück mit repräsentieren. Es gibt auch hier solche, die eine ähnliche Geschichte wie ihr habt und die wiederkommen. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Sie kommen doch tatsächlich auch wieder. Die Menschen hier, und das ist ja immer das, was mich in Schönberg immer so ein bisschen perplex macht oder wo ich merke, das muss man mit einbeziehen. Die Menschen hier sind sich ja weitestgehend fremd. Ihr kennt wahrscheinlich die wenigsten hier und umgekehrt sind die Menschen, die hier sitzen, werden euch auch in der Regel nicht wirklich kennen. Im Gottesdienst geschieht das, dass sich vor allen Dingen auch fremde Menschen gegenseitig begegnen. Und das ist ja auch immer eine besondere Sache, eine etwas auch kitzlige Sache, wenn man sich da so zufällig zueinander versammelt und beieinander ist. Es entsteht etwas Neues. Jetzt in diesem Augenblick, in dem wir hier so zusammen sind, entsteht etwas Neues. Das nämlich das, was wir als Gottesdienstgemeinde beschreiben, das, was wir als Markusgemeinde ein Stück in unser Bewusstsein holen, dass wir da jetzt plötzlich ein neues Bild davon bekommen. Und in dieses Bild gehört ihr unbedingt mit hinein. Denn wir rechnen damit, und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass ihr im Laufe des kommenden Jahres immer wieder hier im Gottesdienst sein werdet. Mal als ganze Gruppe, mal eher einzeln, und ihr diesen Gottesdienst hier auch gestalten werdet. Wie wir feiern, wie wir hier zusammen feiern, darauf habt ihr großen Einfluss. Und ihr bestimmt mit, wie diese Feier aussieht, wie sie erlebt wird. Ihr bestimmt sie sogar mit, wenn ihr vielleicht entscheidet, euch während des Gottesdienstes was anderes zu tun, was unter Konfis nicht ganz selten ist, aber auch das ist ja auch nachvollziehbar. Das machen Erwachsene übrigens auch und nicht nur die Konfis. Wir bauen gemeinsam an einem Haus, beschreibt Paulus das, was da passiert, das, was wir jetzt im Moment erleben. Wir bauen gemeinsam an einem Haus. Eine Gemeinde, sagt er, das ist wie ein Haus. Wenn die unterschiedlichen Menschen zusammenkommen, dann sind sie wie die Steine, die dieses Haus bauen. Ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Lebensalter, das können wir hier schon sehen. Wir sind heute von 12 bis 99 so ziemlich fast alles vertreten. Und ihr gehört zu diesem Haus seit eurer Taufe schon immer auch mit dazu. Das wird heute nur sichtbar. Wir können das heute erkennen, dass ihr dazugehört. Und viele dieser Steine, die ja mit zu diesem Haus gehören, sind nicht immer sichtbar. Die ziehen es dann doch auch mal vor, im Verborgenen erst zu sein und nur zu bestimmten Anlässen sichtbar zu werden. Und wir feiern heute, dass wieder ein Stück davon sichtbar geworden ist. Ihr kennt das vielleicht von zu Hause. Ihr habt bisher ein Kinderzimmer gehabt, gehe ich mal von aus. Ihr habt wahrscheinlich dieses Kinderzimmer allein bewohnt. Und es war so eingerichtet, wie Kinderzimmer halt eingerichtet sind, mit all dem, was Kinder brauchen. Spielsachen natürlich und entsprechendes Mobiliar. Das alles wird sich jetzt, wenn es sich nicht schon radikal verändert hat, wird sich radikal verändern. Man braucht neue Möbel. Und ihr seid so in dem Alter, wo man dann so bei den Eltern kommt und sagt, hey, jetzt wäre mal dran ein neues Bett oder jetzt mal einen richtigen, vernünftigen Schreibtisch.
Oder ich wollte schon immer mal einen Ständer für meinen Baseballschläger haben oder ähnliches. Das heißt, das Zimmer, was eure Kindheit war, wird jetzt ganz anders gestaltet. Da kommen neue Bilder an die Wand, neue Poster, Kinderspielzeug, das verschwindet. Vielleicht bleibt der Teddy noch an seinem Ehrenplatz am Bett eine Weile, aber auch der wird in der nächsten Zeit dann irgendwann verschwinden. Und wenn die Geschwister aus dem Haus ausgezogen sind, ist vielleicht ein größeres Zimmer frei und dann, ja genau, jetzt ziehe ich in das größere Zimmer ein. Das sind so die Erlebnisse, wie wir es auch in der Gemeinde, in dem Haus Gemeinde miteinander erleben. Unser Haus Gemeinde verändert sich auch ständig. Menschen verändern darin ihre Position, ihren Platz, den sie in der Gemeinde einnehmen. Und sie wachsen mit den Jahren und mit dem Alter in andere Räume des Gemeindehauses hinein. Und es gibt auch Menschen, und das werden wir heute auch erinnern, die ziehen aus einem Gemeindehaus und sind dann nicht mehr präsent. Auch das gehört mit dazu. Also etwas, an dem ständig gebaut wird, das sich ständig verändert und das sich auch ständig verändern muss, damit es nicht zerfällt, damit es lebendig bleibt, damit es überhaupt ein Haus bleibt. Sie werden das von Ihrem eigenen Haus kennen. Wenn man dann ständig dran bleibt und etwas dran verbessert und renoviert, dann wird es sehr schnell marode. Paulus spricht also von der Gemeinde, die als Haus gebaut wird und von jedem Einzelnen, der da drin ein Stein ist. Und dann sagt er aber auch, die Menschen sind das Baumaterial. Und dann das Baumaterial, mit dem wir bauen, seid ihr. Ihr seid sozusagen unsere lebendigen Steine, mit denen wir unsere Gemeinde auch aufrichten werden. Einen neuen Platz bekommt ihr und dieser Platz, der soll euch gefallen. Und wir haben ja darüber nachgedacht, am Dienstag, was brauchen Jugendliche, was brauchen Konfis, damit sie sich in einem Gottesdienstkontext, damit sie sich in einer Gemeinde wohlfühlen können. Ich lerne ja auch immer was dazu. Ich war sehr überrascht über die Antwort, was Konfis geantwortet haben, was sie brauchen. Gibt es Vermutungen aus der Gemeinde, was die Konfis vielleicht geantwortet haben? Was brauchen sie von Gemeinde, dass sie sich hier wohlfühlen können? Was würden sie vermuten? Das Heilungswunder besteht darin, dass Stumme anfangen zu reden. Jetzt will ich mal die stumme Gemeinde. Sie glauben, die Konfis sagen, wir brauchen WLAN. Ja. Digitale Generation, Millennials. Mhm. Andere Vorschläge? Eltern. Sie brauchen Eltern. Ja. Ich rufe. Da habe ich jetzt, ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt verrate, aber es ist eine gute Antwort. Eltern. Andere Ideen? Späteren Beginn des Gottesdienstes. Sie werden sowas von verblüfft sein. Die Jugendlichen haben gesagt, wir wünschen uns Respekt. Wir möchten von den Erwachsenen respektiert werden. Wir möchten nicht sozusagen diejenigen sein, die ganz unten auf der Hackordnung stehen und die immer alles abkriegen am Ende. Das fängt schon damit an, welchen Platz bekommen Konfis, wie können sie gestalten, findet die Gemeinde, dass sie zu laut ist, all diese vielen Fragen. Ist doch verblüffend, finden Sie nicht? Respekt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie diese Herausforderung annehmen und sagen, ja, ich will diese Jugendlichen respektieren als solche, die mit dem, was sie mitbringen, einen Platz brauchen, auch in diesem Gottesdienst. Und den auch eingeräumt bekommen. Das ist, glaube ich, also Paulus wäre unglaublich stolz auf euch gewesen, mit dieser Antwort, die ihr da gegeben habt. Und ihr seht sogar, wir Erwachsenen tendieren immer dazu, euch zu unterschätzen. Offensichtlich sind doch andere Dinge, die nicht materiell sind, auch für euch unglaublich wichtig. Jetzt kommen wir zu dem heiklen Thema Eltern. Das will ich nicht ganz unkommentiert lassen. Aber auch da haben wir viel Verständnis. Wir hatten eigentlich am Dienstag festgestellt, nee, Eltern laden wir nicht extra ein. Denn Eltern sind nicht mehr dringend notwendig. Nehmen Sie das als ein positives Zeichen. Nehmen Sie die Tatsache, dass diese jungen Leute jetzt hier bei uns in der Gemeinde mit dabei sind und ein Stück Selbstständigkeit für sich beanspruchen. Und das heißt ja Konfirmation am Ende auch.
Wir entlassen Sie in die Selbstständigkeit. Nehmen Sie das positiv, dass Sie sagen, neue Eltern sind nicht dringend notwendig, sie sind nice to have. Also, wenn Sie dabei sind, ist gut, aber es geht auch ohne. Das gibt, glaube ich, auch ziemlich realistisch wieder, wie es in diesem Jahr laufen wird. Eltern werden immer mal wieder dabei sein und Eltern werden auch zu Hause bleiben. Mir hat mal eine Konfirmutter, als ich immer permanent im Gottesdienst sagte, ich erwarte eigentlich, dass Eltern ihre Konfirmanden begleiten zum Gottesdienst. Dann kam meine Mutter hinterher ganz unglücklich zu mir und sagte, Herr Kram, wissen Sie, meine Tochter will überhaupt nicht, dass ich mit ihr mit in den Gottesdienst gehe. Und da habe ich auch etwas gelernt und denke, ja, das ist zu respektieren. Es ist eure Sache, es ist euer Konfirmationsjahr. Und wenn ihr euch entscheidet, das auch alleine tun zu wollen, dann dürft ihr das auch alleine tun. Denn das gehört schließlich mit dazu. Eine Gemeinde kommt zusammen, weil sie etwas lernen und etwas verstehen will. Und ich glaube, wir haben heute Morgen schon eine ganze Menge verstanden und gelernt, hoffe ich zumindest. Und es gibt eine Person, die da im Mittelpunkt steht, das ist Christus. Paulus weist uns darauf hin und sagt, wie wir als Gemeinschaft miteinander funktionieren können, wie wir voneinander etwas lernen und einander etwas geben können, das lernen wir immer noch an diesem einen Menschen, an Christus. Der zeigt uns, wie das geht. Und wenn wir uns auf den Glauben einlassen, wenn wir einander fragen, was glaubst du denn? Dann können wir merken, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich an ihm orientiert und auf ihn letztlich hinzielt. Denn er ist das Fundament, auf dem das Haus gebaut ist. Er gibt sozusagen vor, wie wir miteinander umgehen. Und Respekt ist in diesem Fundament auf alle Fälle vorgesehen. Wir nennen das Haus, in dem sich die Gemeinde versammelt, heute in der Regel Kirche. Paulus erweist sich als antiker Mensch. Paulus nennt das Tempel. Tempel ist das Haus, in dem Gott wohnt, sagt er. Und das war auch in der allgemeinen Zeit bei ihm so anerkannt. Wir kennen das mit dem Tempel nicht mehr, zumindest nicht mehr in unserem christlichen Kontext. Die Reformierten, die Waldenser oder andere Reformierten, nennen ihre Kirche oft Tempel, in Anlehnung an das Alte Testament. Gemeinde, sagt er, wie sie hier so zusammen ist, die ist der Tempel. Und da wohnt Gott in der Mitte. Ein großartiges Bild. Wenn wir uns als Menschen versammeln, dann ist Gott da. Und Gott kommt heute auch nur deshalb zu uns, weil ihr heute da seid. Denn ihr gehört dazu, dass dieser Tempel vollständig ist. Wenn die jungen Menschen nicht dabei sind, wenn ihr nicht mit dabei seid, dann ist der Tempel zerstört. Und darum ist es so wichtig, dass wir heute auch dieses Stück Vollständigkeit hier abbilden und uns gewiss sein dürfen, Gott wohnt da drin. Und das ist genau der Ort, den er sich ausgesucht hat, zu sein. Nun wünschen wir euch, dass ihr in eurer Konfizeit möglichst oft eine solche Erfahrung macht, zu merken, Gott ist da. Und wir wünschen uns auch, dass ihr gerne hier in Gottesdienst kommt, selbst wenn ihr dann vielleicht auf das lange Schlafen für ein paar Monate verzichten müsst. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.